Wir lassen uns heute nicht sidetracken hier. Nein, nein, auf keinen Fall. Ah, ich werde diesen Dungeon heute noch schaffen. Das musst du als Wolf machen. Ah. Doch, das gibt es, aber ich glaube, du kannst es nur als Wolf machen. Wolf gibt es als Seil, als Wolf. Ah. 11 von 10 Punkten. Der Spiegel ist fast komplett. Fast. Aber nur fast. Ich hab gehört, heute komme ich in den Himmel. Oh Gott, ja, jetzt kommt die Musik. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob er den heute schafft. Easy. Easy. Ach, wir gehen erstmal wieder zu Thelma, damit uns mehr tellt. Richtig. Mehr vertellt, ja. Erstmal Plattdeutsch reden. Vertell mir mal die Story, ey. Plattdeutsch. Es war wieder chilliger Donnerstag. Ja, hier war's, ja. Ich glaube, ich kann wieder ein bisschen lauter machen. Stimmt, oder? Agatha Power waren wir ja schon. Yes. Die Musik war nur so crazy laut. Au! Wir haben auf dem Band, wenn man das irgendwie eine Stunde nonstop hört, ist man irgendwann. Dann fängst du an mitzuheulen. Ja. Ja. Ich will die Karte angucken. Guck mal auf die Karte. Jago ist gerade in Kakariko. Wenn du auch hin willst, dann sieh doch gleich auch mal nach den Kindern. Okay. Nee. Stimmt, Burns hat uns ja auch irgendwie was geschrieben noch wieder, ne? Oder? Möglich, ich erinnere mich nicht. Guck mal einfach hin. Außerdem müssen wir Geld spenden, glaube ich. Stimmt, haben wir schon wieder so viel Geld? Ja, gucken wir mal nach. 500 Euro. Ah, wir haben jetzt hier die große Tasche, aber trotzdem aus leer. Können wir trotzdem leer machen, ja. Alle unterschiedliche Ohrwürmer. Muss doch, oder? Wie ging das? Also, wie warpe ich nochmal? Mietner, Warp 3. Erstmal warpen oder warten, wenn du dann zum Wolf wirst. Ja. Oh, Warp 3, Digga. Macht mich auch nur zum Wolf, damit es auf den Rücken fallen kann und teleportieren. Ja. Ist besser als ein Arschtritt. Ich glaube, das genau. Ich glaube, Nintendo hat den Warp-Antrieb erfunden. Ja. Obwohl, warte. Guck mal jetzt da. Star Trek gibt es schon ein bisschen länger. But. Bam. Und dann wollen wir so wütend nach hinten gucken. Du musst. Ja, hier. Sehr gut. Direkt den Knopf gefunden. Das ist voll geil. Im Twilight Princess Randomizer haben sie ja die GameCube-ROM genommen. Ja. Und haben da Quality of Life Improvements reingebaut. Zum Beispiel auch den Schnellwechsel, den sie in Twilight Princess HD eingeführt haben. Wow. Okay, Twilight Princess ist einfach auf fucking 3 Konsolen rausgekommen: GameCube, ja. Wii und Wii U. Boah, die sieht ja fröhlich aus. Alter, du siehst aus wie 3 Tage Sonnenschein. Rakete? Jemand hat mir an einem sehr gefährlichen Ort geholfen und hat mir von einem Stab aus den Wolken erzählt. Aber ich weiß weder wo noch wer das war. Ich kann mich nicht dran erinnern, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Ich zeig dir gleich den Stab aus den Wolken. Ob ich mich wohl irgendwann wieder erinnern kann? Das ist der falsche Link. Es tut mir so leid, dass ich dich als Wildfremden in diese Sache mit hineinziehe. Ach, so wildfremd ist er doch gar nicht. Ich darf ihn nicht rausholen, verdammt. Eieieiei. Er ist ausgegraut. Ja, sehr gut. OnlyFans. Der Vivas Stab aus den Wolken. Ja, du bist schon die ganze Zeit in den Katakomben unter der Heiligtum. Bist du die ganze Zeit in den Katakomben unter dem Heiligtum und untersucht die Steinstatue. Oh Gott, Spielwechsel. Aber wichtiger ist jetzt, bitte bring Thelma schnell diesen Brief. Ich kann es einfach nicht selbst tun. Rakete, mit deiner Hilfe wird ihr ja bestimmt ihr Gedächtnis zurückbekommen. Bestimmt. Oh, ausgegraut, damit solltest du wirklich zum Arzt. Ja. Das passiert so im Alter. Der hat einfach einen förmlichen Korb geschrieben und sie will einfach nicht den Faustschlag von Thelma spielen. Das darfst du übernehmen. Ja, richtig. Sie werden wieder auch mit reingezogen. Ja, in dieses... Guck mal, jetzt kann ich ihn rausholen. Toll. Könntest du den Stab bitte wieder einpacken? Romantische Durcheinander, wollte ich sagen. Ja, Entschuldigung, da sind junge Drohnen. Genau, deswegen ist es ein Nachtleben, da kommst du nicht rein. Da komm ich da rein. Wow, fällt ja nachts auf. Burns ist dedicated zu dem Job. Ja, aber jetzt schauen wir nichts Neues. Okay, also gehen wir jetzt zurück zu Thelma und bringen den Brief dahin. Richtig.
Das hätte er nicht dem Postboten mitgeben können. Nee. Du bist der Postbote. Du bist ja der Postbote. Denk an deine Zeit in A Realm Reborn in Final Fantasy 14. Du bist der Postbote. Ich muss Nachricht überbringen. Minfilia hat dich darum, ich meine... der Priester, Aha. Warp. Schmutz. Dann kommen wir wieder her und gehen in den Katakomben-Dings und dann machen wir Dinge mit der... Katakomben, Andariel, platt machen. Ja, dann machen wir Andariel platt. Boah, wir müssen eigentlich mal wieder Dann holen wir uns alle ein Eis. Wir müssen eigentlich Dings mal wieder spielen. Ach so, wir haben zwei Resurrected, oder? Haben wir es nicht schon durch? Ja, okay, du bist du. Oh, schnell zurückverwandeln. Eigentlich müssten wir, Der gibt mir jetzt einen Brief für Burns oder so ein Scheiß. Eigentlich müssten wir Diablo 4 spielen. Ja, Post für dich. Hier steht der Absender. Prinzessin Agnetha. Jetzt sage ich es richtig. Agnetha. Agnetha. Agnetha, eigentlich viel schönerer Name. Agnetha. Also, das wäre erledigt. Schon ab die Post. Ich glaube, Agatha ist Agatha und Agnetha ist Agnetha, ne? Agnetha. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, mit dem langen E. Agnetha Power. Wow. Agatha hat geilste Pokémon, ja? Also machen wir erstmal diese Zwischenquest hier. So, wo war die nochmal? Ich glaube, hier irgendwo in der Ecke. Wie dieser Dude, der so lässig so an der Wand steht. Hast du den Brief überhaupt gelesen? Den du gerade bekommen hast? Sag ich nicht. Siehst du, bleib deine Rätsel. Ist das die Briefstrecke? Nee, warte, noch zwei Runden oder was? Nee, minus plus, genau. Minus plus. Sie hören nicht auf mich. Ich erzähl wieder Bullshit. Links, rechts, geradeaus. Ilias Erinnerung. Ganz unten ist der neueste Brief. Oh mein Gott. Ja, du kannst nicht nach oben, um dann runter zu springen. Das geht nicht. Richtig Bombenpfeile, ja. Agnetas Traum. Der ist gerade geöffnet. So. Soll ich folgen? Ja. Ich hatte letzte Nacht diesen seltsamen Traum. Ich war eingehüllt in lauter Schmetterlinge und mit ihnen zusammen bin ich geflogen. Ich sah auf Hyrule-Stadt herab und konnte den Leuten winken. Einige winkten sogar zurück. Nach einer Weile brachten mich die Schmetterlinge wieder zurück auf die Erde und legten mich sanft auf meinem Bett ab. Und dann sagten sie: Bis demnächst! Ach, ich wünschte, ich könnte wirklich fliegen. Okay. Why? Krasser Stoff, den will ich uns auch. Uns werden Infos vorenthalten. Richtig, Weber. Was? Infos vorenthalten? Was für Infos? Ja, schnell. Der Brief. Ahnung, ja. Ach so. Niemand weiß es. Was? Was? Infos? Quatsch. Was? Informationen sind doch nicht wichtig. Haben wir doch gerade gelesen. Die hat richtig hart getrippt letzte Nacht. Sollte weniger an ihren Kiefern lutschen. 6 Insekten. So viele Gäste sind schon eingetroffen. Nur noch 18 Insekten. Es muss von jedem Insekt ein Paar sein. Bitte suche doch auch die Partner für die, die noch allein sind. Ich glaube, es ist tatsächlich niemand allein. Okay. Ja. Ja, nein, weil es 6 nein. sind. Also, wir haben von jedem. Naja, immer können, das Paar. Wir haben immer das Paar, deswegen. Ja. Aber es könnten ja auch 6 Einzelne sein. Nee, 6 so nachlässig waren wir bei der Suche. 6 Insel-Mails. Ja. Die alle sagen: Hallo, ich brauche meine Waifu. Wo ist wieder, die? Wieder typisch, verdammte Insekten. Eieiei. Oh oh. So. Hot Takes. Du meinst, weil sie Insekten sind? Insekten, ja. So. Jetzt bist du wieder in Thelmas Wurzeln. Ja, weil der will ja den Brief hier zu Thelma hier. Ja. Oh, wie geht's eigentlich der kleinen Ilia? Ja, top. Ich bin mir sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenderen Dinge kümmern, die anstehen. Ich glaube, wir müssen erquicken, den Brief. Wenn du nicht mehr weiter weißt, schau doch einfach noch einmal in Kakariko vorbei. Ich glaube, Jago ist gerade dort. Er ist einer von uns und wollte in Kakariko ein paar Nachforschungen anstellen. Auf der Karte auf dem Tisch ist ausgezeichnet, wo du hin musst. Danke, aber das hier ist... Ich war da gerade eben. Guck dir das an. Deswegen habe ich diesen Brief. Wow, der ist ja von Leonard. Aber steht da etwa gar nichts über mich? Na, was soll's. Hauptsache, ich weiß jetzt, was Sache ist. Tut sie. Also gut, Ilia braucht unsere Hilfe. Aber so viel weiß ich da auch nicht. Nur, dass es der Arzt war, der Ilia ursprünglich hierher gebracht hat. Vielleicht weiß er ja etwas. Allerdings nun ja, ist ein bisschen schwierig.
Am besten du zeigst ihm das hier. Ein magisches Papier, das schwierige Menschen gesprächig macht. Geld? Riecht das nach Chloroform? Ich look, ah, okay, noch besser. Geld, du hattest recht. Ich hoffe, ihr fällt bald alles wieder ein. Findest du nicht auch, Rakete? Das magische Papier, das Gespräch. Geld. So eine Art. Ja, fast. Du hast es deine ist invertiertes Geld. Du hast deine Zeche nicht bezahlt. Es ist Anti-Geld. Richtig. Naja, theoretisch ist so eine Art Rechnung ja auch was wie Geld, weil es ja ein Schuldschein ist. Und Geld ist ja auch nichts anderes. Also. Aber jetzt wollen wir hier nicht in die Geldtheorie. Ja, dann sage ich hätte gerne den Betrag. Entweder das oder du redest. Richtig. Warte, wo war der Typ nochmal? Oh, die. Da nicht. Ja. Oh. Ja, nimm sie mit. Warte, wo ist denn der? Wahrscheinlich links da irgendwo, oder? Hier runter und dann. Andere Richtung. Noch weiter. Hier? Da? Ja, da rein. Ja, da waren wir doch gerade. Achso, dann musst du. Ich wollte sagen, da geht's zu Thelma runter. Ich meine, ja, ihr wollt vielleicht die Kasse. Du musst hier hin. Du musst da hin. Ach, da oben in die Ecke, okay. Ja, genau. Das ist doch einfacher, das mal eben zu zeigen. Warte, ich kann das hier auch zeigen. Du musst hier hin. Okay. Meine Pussy ist weg. Was? Ja, die Katze ist weg. Ja. Ist einfach abgesprungen. Verdammt nochmal. Hört man das im Mikrofon? Get out the way. Hey, du da. Hier, guck mal. Ja. Oh, jetzt wird's lauter. Das bringt nichts übrigens. Mann, da drüben scheint mir irgendetwas sagen zu wollen. Aber ich kann ihn nicht hören, der läuft so laut draußen. Ich. Direkt dort drüben. Siehst du? Schau dir mal zu mir her. Was? Das ist einfach später einfach nur... Der Mann, der die ganze Zeit hierher schaut, was mag der nur sagen? Siehst du ihn nicht? Den da drüben meine ich. Der schaut immer zu hierher. Okay, beste Love Story. Ich lass euch mal. Das nenne ich Spiegelung. Der Typ guckt mich die ganze Zeit so an, also guck ich zurück. Das sieht aus wie ein Arzt. Was? Was zum? Ist das nicht der kleine Held, der den Sora-Jungen gerettet hat? Obwohl ihm das so gar nichts einbringt? Was führt dich her? Eine Untersuchung? Aber Geld hast du doch wohl. Ich habe negatives Geld. Übrigens, diese kleine Ilia, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen. Ja. Anti-Geld. Weird. Oh, I guess. Nimm das. Ah! Warte noch ein wenig, ich zahle ja. Was, hatte ich das Geld schon beisammen? Ja, natürlich. Hätte ich die Schnitzerei von dem Mädchen verkauft, wäre Geld in die Kasse gekommen. Was? Aber dann habe ich Medizin über der Schnitzerei verschüttet und dann hat sie so gestunken. Natürlich habe ich sie sofort zum Trocknen nach draußen gestellt, aber dann... hat sie mir irgendwer gestohlen. Unglaublich, nicht wahr? Die Leute stehen wirklich wie die Raben. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt. Nachdem er sie selber geklaut hat, cool dieser Story. Affe. Ja. Cool Story, Bro. Wo ist das Geld? Schlag ihm gegen die Knie. Jedenfalls ist hier keine Schnitzerei und Geld habe ich auch keins. Also kann ich dir auch nichts zurückgeben. Also gut, arbeiten. Danke für nichts. Arschloch. Ich klaue dir jetzt auch irgendeinen Scheiß hier. Ich wollte gerade sagen, nimm einfach Schick irgendwas das mal beiseite. Mit, ich habe so das dumpfe Gefühl, das ist so ein Geruch, den du einatmen kannst. Gratis Medizin. Nee, das nicht. Nicht? Hast, hast du den Hint nicht gecheckt, den er dir gegeben hat? Ah. Schnüffel. Geruch von Fisch vergessen und neuen Geruch merken? Ja. Geruch von Medizin gewittert. Hallo, ich bin ein Wolf. Ich hab doch schon gesagt, ich habe kein Geld und keine Schnitzerei. Also quasi nichts, was ich dir geben könnte. Und meine Praxis habe ich mir auch noch eingesaut. Der Gestank bleibt, auch wenn ich die Flecken hinter einer Kiste versteckt habe. Digga, wenn du Flecken nicht wegwischst, ist klar, dass der Gestank bleibt. Sich wieder, wie dumm kann man sein? Fleck weg 3000. Du hast keine opposable thumbs als Wolf. Aber einen starken Kopf. Das stimmt. Mit dem Kopf durch die Tür, oder was? Hilft leider nicht bei einer Türklinke. Du wolltest einfach nur an den Knochen ran, ne? Kann man da nicht durch? Ich würde mich kurz verstecken. Ah. Ah. Zum Wolf werden. Ah. Hm. Oh. Guck mal da. Ein Geist! Und Gespür. X drücken. Ah, die Taste. Jawohl.
jetzt. Reißen Sie die Seele raus. Ich liebe es, wenn er das macht. Geister Seele. Du hast ihn erfolgreich exorziert. Ja. Komplett erfolgreich. Ich gehe erfolgreich in die Stadt, um von meinen Heldentaten zu heulen. Oh. Oh, shit. Du willst den Knochen, was? Du willst den Knochen? Ja, meine Angst. Ey. Ja, Hund. Ja, Hund. Hallo. Oh, was gibt's? Du sag mal, was ist eigentlich dein Hobby? Ich hebe gerne Sachen auf und apportiere sie. Aha. Aber Steinböden tun immer die Pfoten weh. Das mag ich nicht. Wieso verstehen die Leute das noch nicht? Und mein Hobby ist an Sachen zu schnüffeln. Ich meine, das ist ein valides Hobby. Hunde schnüffeln einander gerne am Popo. Also das, ich glaube, dafür hat er, das respektiert er, dein Hobby. Er hätte das am liebsten bei dir auch gemacht. Er hat nur sehr viel Angst vor dir. Ja, alles kann ich. Nicht, dass man sich im Wolf läuft. Aha, aha. Jo. Suchst du etwa dieses Ding, das Ilja bei sich hatte? Wie hast du denn herausbekommen, dass ich es dem Arzt abgenommen habe? Ganz schön clever. Oha. Du stinkst danach! Aber dann waren da Knochenhunde und die haben sie mir weggenommen. Ich sage dir, wenn solche Gerippe hinter der Schnitzerei her sind, dann ist die Kleine da in etwas Großes reingeraten. Die Biester sind irgendwo in der Nähe des Südtors. Und dummerweise kommen sie die nur nachts aus ihren Löchern. Gut, dass gerade Nacht ist. Außerdem sind sie immer im Rudel unterwegs. Du musst sie alle besiegen, um die Schnitzerei zurückzubekommen. Und zurückbekommen musst du sie. Sie ist ein Schlüssel zu Ilias Erinnerung. Okay. Denn sie ist ein Katzendoktor. Sie weiß es besser als du. Katzendog. Catdog. Catdog. Warte. Falscher Catdog. Auslautverhärtung ist hier sehr wichtig. Korrekt. Catdog. Ich spüre mit dem Gespür. Nom nom. Oh Gott. Da. Haben wir davon eigentlich schon mindestens 5. Mehr als 2. Mindestens 3. Ich liebe es einfach, wenn Leute so sagen, ja, was meinst du, wie viele Sterne gibt es am Himmelszelt? Und du sagst, nein, sie fliegt weg. Da musst du mal einen Bumerang anhängen. Merken wir uns. Merken wir uns, dass hier oben ist. Nutze, dass Nacht ist. Nutze, dass Nacht. Ich glaube, vor dem Südtor, oder? Du musst noch ein Stück runter, glaube ich. Rechts. Irgendwann habe ich hier heulen gehört. Ich glaube, das Gespür nützt dir nichts. Hier, das sind sie. Easy. Easy as cake. Kein Problem, ne? Na, dann kannst du jetzt mit dem Bumerang nämlich das Insekt einsammeln. Ja. Und dir dafür dann auch nochmal eine Belohnung abholen. Ja, brauchen wir da nicht erst beide? Du bekommst für eins ja auch schon eine Belohnung. Du bekommst für das zweite aber noch mehr. Warte, kannst du diese Truhe nicht sogar dann holen? Gucken wir gleich mal. Guck mal her. Da steht! Ich glaube, es ist einfach so einer. Jawohl. Marienkäfer weiblich. Oh. Kommst du da nicht dran irgendwie? Die Truhe? Ja. Bestimmt irgendwie jetzt dran, oder? Wir haben hier schon alles. Alles noch nicht, aber vieles. Na gut, vielleicht noch nicht. Steht das auf dem Präsentierteller? Enterhaken. Da kann man sich leider nicht mit an Truhen haken. Das haben sie ja weggepatcht. Also. Die Schwäne. Die Schwäne? Schwäne. Ist ja auch Marienkäfer männlich, wollen wir mal kurz suchen. Der muss hier irgendwo in der Nähe sein, ne? Ja, irgendwo rumchillen. Da oben. Da hinten. Sieht verdächtig aus. Da glitzert doch was am Boden. Da ist doch was im Busch. Joink. Ich bin männlich, let's go. Vor allem einfach, wie du das hingegangen bist und so gegriffen hast danach. Wollen die Steine hier sprengen? Gotta catch them all. Ich glaube schon. Die sprengen wir aus. Warte, ich kann ja auch Kugeln hier. Manchmal auch irgendwie so ein bisschen random da aussieht. Jawohl! Jawohl, my money. Rich. Und dann nochmal zu Agatha und dann wieder nach Kakariko. Ja. Das klingt nach einem Plan. Wow. Solide. Wow. Patsch.
Ciao. Also, warum sieht das so aus, als ob du hier mit dem Dings rumfahren kannst? Mit dem Kreisel? Ja, oder? Das sieht alles irgendwie danach aus. Durch die Schrägen und sowas? Echt? Das finde ich ja schräg. Warte mal. Einfach dort rechts an dem Ding. Aber damit kannst du ja rüberhüpfen, oder? Kann man mit dem Ding hüpfen? Ja. Über die Mauer hüpfen quasi. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Moment. Wow. Ach, da oben, yo, das meinst du? Ja. Ah. Gutes Auge, Steffe. Kein Problem. Das ist auch genau, was ich gemeint habe. Ja, wusste ich doch. Ja. Komm mal da ran. Oder ist das, sieht das einfach nur so ähnlich? Nee, das ist schon dafür gedacht. Damit du da herfahren kannst und nicht im richtigen Moment dann loslassen. Nee, ach so, das hier ist wahrscheinlich zum Zurückbauen in die Ecke. Ach, da oben ist Enterhakenpunkt, oder? Aha. Siehst du? Alter, wir sind Detektive hier. Mit der Kugel kommst du nicht. Das ist falsch. Es war auch nicht das, was ich aussetzen würde. Ah, Stecker. Cool, dass ich die Kugel da, ey. Heilig gut halten. Ja. Müsste schon näher dran, glaube ich. Okay. Das war gerade richtig weird. Oh, okay. Gehen wir erstmal oben drauf. Oh. Alter, da sind noch Seile. Was ist denn hier alles los? Ich werd verrückt. Alter, was ist denn los hier? Der mit dem Seil tanzt. Komm mal kaputt da. Okay, das war nicht so schön. Die Frage, bringt es was, da über das Seil zu klettern? Dann machen wir erstmal hier das Offensichtliche, ne? Ja. Nicht gegen die Wand prallen. Das war zu früh. Ah, shit. Ja, das war zu früh. Aber du hast verstanden, wie man da jetzt hinkommt, ne? Nee, erklär. Erklär nochmal bitte. Ich hol mir erstmal einen Eistee dafür. Ne? Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Du willst dich gehen. Easy. Yay. Aber jetzt macht Sinn, dass da dieses Auffangbecken gibt, ne? Ja. Ist ja voll so wie Intended Design hier. Sie können den Stempel nicht, doch diesmal sieht man, okay. Das hat er überrascht. Ja. Das war wie Surprise Pikachu Face, nur mit Zelda. Ja, das stimmt. Wow. So, dann testen wir jetzt das Ganze nochmal mit dem Seil. Ja. Gucken, was da so ist. Wir lassen uns heute nicht sidetracken hier. Nein, auf keinen Fall. Ha, ich werde diesen Dungeon heute noch schaffen. Das musst du als Wolf machen. Ah. Doch, das gibt es, aber ich glaube, du kannst das nur als Wolf immer kriegen. Wolf gibt es als Seil, als Wolf. Ah. 11 von 10 Punkten. Deswegen verwandelt man sich nicht auf einer Kante. Nicht? Hast du die Kante gegeben, wa? Wolfskante. Okay. Nicht so wirklich mit der Wolfsschanze. Ja, bitte nicht. Sollte man nicht verwechseln. Wolfskante. Okay. Sehr schön. Ja, was bringt es uns? Was sehen wir, wenn das Licht angeht? Bitte schmal. Das ist uns das Prägen, oder? Aber hä? Hätte man sonst da rüber können? Das ist völliger Quatsch. Ist da drüben noch einen. Da ist noch eine Kiste drauf. Ah, da ist eine Kiste. Ah, du kannst dich jetzt hier an der Wand, glaube ich, entlanghangeln. So, wenn siehst man... Siehst du das? Siehst du die Greifkante? Ach so, wenn man nicht... Ja, genau, wenn man Mensch ist. Der Unwolf. Der Unwolf. Du hättest dich vielleicht an der Kante runterfallen lassen. Ach so, okay. Und dann so rumklettern. Vorfallen. Ja, genau. Der Vorfall. Mhm. Bestimmt ein Herzteil. Das wäre sick. Das Schloss gehört uns. Wie ist das? Wir erobern es ja offensichtlich gerade. Wieso macht man das? So, dann vorkanten wir jetzt? Oder kann man der Mietner vielleicht? Nee, du musst vorkanten. Kann man vorkanten? Ja. Und jetzt kannst du rumklären. So. Und sonst so? Wie geht's? Ah. Die Anstrengungsgeräusche. Dann ist die Kamera ein bisschen drehen, glaube ich. Cam, was? Cam.
Ja, so, hier ist gedreht. Dankeschön. So, jetzt kannst du wieder hoch und dann als Wolf über das Seil. Diesmal wäre es gut, wenn du nicht runterfällst. Runterfallen? Ja, runterfallen. Ich hätte so gelacht, wenn du jetzt runtergefallen wärst. Vorsicht, Vorsicht. Wolf, erstmal. Let's go. Hätte man als Wolf auch schon gemacht. Okay. Immerhin, ne? So, und jetzt noch zur Ecke fahren? Bar Rupees. Boah, wir müssen eigentlich auch nochmal Hyrule Warriors irgendwann weiterspielen, ne? Mit Definitive Edition. Ich glaube, davor müssen wir erstmal Satisfactory fertig machen. Fertig machen? Ja, alle Tiers. Hoppa! Wann kaufst du dir endlich eine neue CPU? Oder wir bauen uns einen Halfpipe Park. Wie diese Person hier läuft da. Die so aussieht, als würde sie so powerwalken. Die mit dem Schwert oder die. Nee, gerade eben diese blonde Person da hinten. Da, dort hinten, siehst du da beim... Ach, da so rumwiggelt mit den Armen. Ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Yeah. Agathe Bauer. Wieder ein Pärchen dahin gebracht. Alter. Ja. So, das ist nur noch 16. Nur noch. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Yep. Wir zuerst mal den Typen ab. Erstmal den Typen abgeben, jawohl. Aber du, Marienkäfer männlich, bist du es wirklich? Oh, der Marienkäfer. Wenn ich nur ein wenig kleiner wäre, würde ich mit ihm irgendwo hinfliegen. Danke, danke, ich bin so glücklich. Oh. Erlaube mir, mein Glück mit dir zu teilen. Drückst ein Geld aus. Wie siehst du? Nur noch 17 Insekten. Es muss von jedem Insekt ein Paar sein. Bitte suche doch auch nach die Partner für die, die noch alleine sind. Wohin will sie mit dem Marienkäfer fliegen, bitte? Keine Ausfliegen. Die Hilfe. Marienwerder. Oh, ich glaube, ich sage das Gleiche, oder? Ja, ich sage das Gleiche. Das Schloss Marienburg. Das ist halt. Es gibt viele. Katsching! Nochmal 150 Rubine mehr. Jetzt können wir wieder einzahlen in Kakariko. Ja. Ja. Bevor das hier überhand nimmt, das Geld. Ich wollte gerade sagen, bevor man in den Dungeon geht und ständig die Kiste wieder zugeht. Ja. Ah, verdammt, schon wieder volle Taschen. Klassiker. Geht mir auch immer so, warte was? Nee, ja. Leider nicht. Wann kaufen wir denn eine CPU und bauen die ein? Spoon, beruhig dich mal. Erstmal muss Festival-Saison wirklich. Ist die nicht jetzt langsam vorbei? Alter, Gamescom, die wird auch nochmal kosten. Achso, ja. Oh ja, stimmt, da war ja was. Warten. Aber die Festival-Saison an sich ist vorbei. Noch nicht ganz. Was kommt noch? Das ist bei mir nichts mehr, aber zum Beispiel Dings Reload ist das Wochenende. Ja, aber wenn bei dir nichts mehr kommt, dann sparst du doch schon Geld. Ja, aber ich muss ja erstmal wieder den nächsten Gehälter kriegen. Das ist ja in Ordnung, aber wenn die jetzt vorbei ist und dann in 2 Monaten ja, ja. Zurückverwandeln. Okay, ich musste noch 1 Meter gehen, Entschuldigung. Ja. Ja, wir haben jetzt alles, das heißt, wir können. Du willst erstmal kurz in den Laden? Ach ja, richtig. Erstmal dein Geld irgendwo lassen, ne? In die Bank einzahlen. Wir sind so selbstlos. Eigentlich wollen wir nur, dass die Schnösel nicht das Fett wegkriegen. Ja. Ja. Weil die uns gesagt haben, dass wir aussehen wie ein Penner. 800. Okay. Ja. Noch 1200. Ja gut, da brauchen wir nichts von. Nee. Ich glaube, die 1200 werden schnell gehen, glaube ich. Ja, wenn wir jetzt nochmal 1000 haben, ich weiß ja gar nicht, wie viel in unserem Sack jetzt reingeht. Ich glaube 2k. Wie voll wir den Sack kriegen. Ich glaube, wir kriegen 2k jetzt rein. Hm. Oder was? Konnten wir vorher schon 2k und jetzt können wir 500? Nee, vorher konnten wir 500. Ja. Hm. Bin mir recht sicher. Ja, dann sind es 2k. Ich glaube, der vervielfacht sich halt sogar, das ist jetzt krasser. Du. Was? Rakete? Ja, du musst jetzt sehen, glaube ich. Du musst dir jetzt erstmal den Stab zeigen. Ey, zieh dir das rein! Was ist das?
Ich war irgendwo eingesperrt und jemand, der auch dort war, hat mir geholfen. Das hier habe ich bekommen. Ja, das hat mir dieser jemand gegeben, als ich befreit wurde. Ja, jetzt erinnere ich mich. Aber diese Person ist immer noch in Schwierigkeiten. Man muss ihr helfen. Aber wo war das nur? Wieso kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Jetzt fällt's mir ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist eine heilige Statue des Volkes, das in alten Zeiten der königlichen Familie von Hyrule gedient hat. Aha. Sie dienten dem Königreich im Verborgenen. Deshalb lebten sie auch zurückgezogen, an geheimem Ort. Aber das Volk wurde vernichtet. Schika. Ihr verlassenes Dorf findet man hinter der Brücke von Eldin, an dem Weg, der nach Ranelle führt. Aber ein großer Felsen versperrt schon seit langer Zeit den Weg und wird das Dorf also nicht so leicht erreichen können. Ich habe große Bomben. Macht dir trotzdem keine Sorgen. Gerade in Zeiten wie diesen sind wir gerade immer bereit zu helfen. Schreib Felsen weg. Let's go. Ich wollte sagen, so inspiriert man seinen Chef. Unser Oberhaupt Grogor ist schon vorausgegangen und wartet. Wenn du ihn nicht findest, sieh einfach auf der Karte nach. Gehen wir also zu dem Weg hinter der Brücke von Eldin, der nach Ranelle führt. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass er da immer so flüchtet. Also gehen wir jetzt dahin, damit das Kind nicht nachkommt. Genau. Bye bye. Hi, bye.